ihr wollt also Pfarrer werden? Ja. Ich kann euch nicht hören. Jawohl, Sir, Reverend Sir. Wie bitte? Yes, Sir, Reverend Sir. Ich weiß, ihr hasst mich. Aber irgendwann einmal werdet ihr sagen, Danke, Sir, Reverend Sir. Danke, Sir, Reverend Sir. Da draußen wartet eine verkommene Welt auf euch. Schmierige alte Leute, die niemand mehr mag. Sie werden versuchen, euch Knöpfe in die Klingelbeutel zu schmeißen. Sie werden sich beim Abendmahl vordrängeln und sie werden sich am Messwein besaufen. Was macht ihr, wenn eine alte Frau sich beim Abendmahl vorträgt? Wir betäuben sie mit Äther und setzen sie in eine Waldlichtung aus, Sir. Das will ich hören, Männer. Und wenn kleine Kinder vor der Kirche Fußball spielen? Wir stechen den Ball kaputt und nageln ihn an die Kirchentür, Sir. Und weiter. Wir bringen die Eltern vor Gericht. Bringen die Eltern vor Gericht. Nicht vorsagen. Wir bringen die Eltern vor Gericht, Sir, Reverend Sir. Jawohl. Und jetzt zieht hinaus in die Welt. Peitscht ihn an die Psalme ein. Aber denkt immer an euren guten, alten Reverend. Gerne auch mal bei einer schönen Zigarre. Oder bei Wein, Weib und Gesangbuch. Wie früher. Genau wie früher. Damals, als ich als kleiner Junge im Spessart weilte. Mit nichts als Flausen im Kopf. Amen, Sir, Reverend Sir. Jawohl. Gottes Wort in euer Ohr, lies mir aus der Bibel vor.